Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Heute zocke ich mit euch Beach Heat 2020 und vom Look her, vom Gameplay her ähnelt das natürlich sehr der ganz alten Games, die ich so kenne. Ich weiß gar nicht, C64, Amiga-Zeiten. Es gab es auch 2000 Beach Heat, das hieß auch genau Beach Heat, das gab es auch 2000 schon mal und genau aus dieser Perspektive, man hat einen Geschützturm, von da aus schießt man halt die ganzen Gegner ab und ja, jetzt ist es auch in VR erlebbar und schauen uns mal die Steam-Seite an und kostet 16,79 €, ist auch jetzt nicht so viel. Kann auch, also man wird am Anfang gefragt, ob man das auch normal als Steam-Spiel spielen möchte oder aber in Steam VR, also ist auch in Flat spielbar. Und mir hat es jetzt ganz gut gefallen, ist ein Early Access-Titel, es fehlt noch sehr, sehr viel an Inhalten, sage ich mal. Da wird einiges noch freigeschaltet und wer jetzt dieses Spiel kaufen möchte, der geht natürlich in Vorleistung, in Vorkasse, sage ich mal, und muss darauf hoffen, dass da noch einiges dazukommt. Und hier ist momentan HTC Vive und Oculus Rift aufgeführt als VR-Brille. Ich habe es jetzt mit der Valve Index gespielt. Mein erster Versuch zwei, drei Wochen ist kläglich gescheitert. Also da habe ich die Controller zwar gesehen, aber ich konnte nichts im Menü machen. Das funktionierte jetzt. Also der Entwickler hat mir auch da zugesichert, ja, die haben da Probleme, die arbeiten da dran und ja, scheinbar haben sie da schon ein bisschen was geändert. Und ja, das ist die Perspektive, von der man aus spielt. Man ist in diesem Geschützturm und es kommen Gegnerwellen auf einen zu, Helikopter, Flugzeuge. Ich hatte die Grafikeinstellung jetzt relativ hoch und muss dazu sagen, dass es auch ab und zu dann ruckelte. Aber ansonsten lief das ganz flüssig. Ich hoffe, ich habe auch jetzt genug Gameplay gezeigt oder auch nichts vergessen, weil ich habe mitten im Spiel, glaube ich, oder fast im Ende des Drittel, sage ich mal, letzten Drittel, habe ich dann rausgefunden, man kann den Turm auch mit dem Thumbstick links und rechts komplett bewegen, also komplett drehen. Und das war mir gar nicht so bewusst. Und ich weiß jetzt auch nicht, manchmal sieht es so aus, dass die aus einer ganz anderen Perspektive schießen als ich. Also das war die Perspektive, die ich auch hatte. Aber da war noch ein anderes Bild, das sah ein bisschen anders aus hier. Aber bin ich mir jetzt nicht sicher, weil der ist eigentlich relativ nah bei einem. Also der ist direkt nebenan quasi. Dieser Turm hier, den wir hier sehen. Keine Ahnung, was das auf sich hat. Ja, auf jeden Fall. Wer auf dieses, man muss schon ein Retro-Fan sein, sage ich mal. Hoshi wünscht sich dieses Spiel hier auch. Und er ist halt auch Retro-Fan. Und also Retro-Fans, die diese Art Spiel gerne haben, die werden hier wirklich auch Spaß haben. Es macht auch Spaß, einfach mal kurzweilig einfach mal drauf rumballern. Für mich muss ich aber sagen, es fehlt einfach noch sehr, sehr viel an Inhalt. Optimierung natürlich auch, aber wie immer ist ein Early Access Titel, es wird dran gearbeitet, von daher muss man jetzt immer abwarten, in welche Richtung das geht. Wenn ein neuer Spielmodi oder so jetzt freigeschaltet wird, werde ich auf jeden Fall nochmal ein Video dazu machen, ein Gameplay dazu machen, aber ansonsten, das Gameplay, was ihr hier jetzt seht, ist das, was man momentan spielen kann. Es soll noch ein Multiplayer dazukommen und da muss man jetzt einfach mal abwarten. Momentan geht halt nur Einzelspieler und ich bin gespannt, was da noch so dazukommt. Ja, Leute, genug geredet. Jetzt gehen wir einfach mal ins Gameplay. Viel Spaß. So, Leute, willkommen bei Beach Heat 2020 VR. Und hier sind wir im Menü. Ist ohne Sound. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Und sieht soweit hier ganz nett aus. Man hat jetzt hier keine großen Interaktionsmöglichkeiten oder eher gar keine, außer hier auf diese Leinwand zu klicken. Hier können wir uns Scores anschauen. Wahrscheinlich auch von anderen Spielern. Und hier haben wir noch Optionen. Hier können wir Grafik einstellen, Effekte, Sound können wir uns anpassen, wie laut die Effekte sein soll, wie laut das Spiel insgesamt sein soll. Und hier haben wir auch noch Sensitivity.
Und ja, das Game ist eigentlich nicht für die Index gedacht oder noch nicht erprobt, sage ich mal. Ich probiere das jetzt aus und es hat beim ersten Test funktioniert oder beim ersten Test erstmal gar nicht. Da hatte ich diesen Cursor hier nicht und jetzt funktioniert es. Und ja, der Entwickler hat mir gesagt, es gibt da noch ein paar kleine Probleme, aber ich teste jetzt trotzdem mit der Index aus und ja, ich bin gespannt, wie das funktionieren wird. Dann können wir hier nochmal Profil uns anschauen. Das weiß ich nicht, inwieweit das jetzt vom Spiel her wichtig ist. Keine Ahnung, dass wir hier ein Inventar haben. Und ja gut, Stats, ne, haben wir hier. Ist wahrscheinlich das, ja. Die Waffen, die wir haben, die Ausrüstung, die wir haben, sehen wir hier und die können wir uns wahrscheinlich auch ja, freischalten vielleicht. Müssen wir schauen. Das Spiel ist immer noch in der Entwicklung. Und hier sehen wir es auch. Wir haben jetzt hier einen Arcade-Mode, das ist ein Singleplayer-Mode. Und dann soll hier auch noch irgendwann ein Classic-Mode reinkommen, der auch Multiplayer hat. Und hier ist The City, also eine B-Sheet-Full-Version. All of the others and with a complete game in City Life Interaction, Integration, so in der Action. Und ja, also es wird weiterhin hier dran gearbeitet und ich bin gespannt, welchen Weg das Game hier noch geht. Man kennt es natürlich, diesen Game-Modus von früher, von Flat Games. Ich weiß gar nicht, ob es C64er-Zeit oder Amiga-Zeit war. Da gab es, glaube ich, schon mal so ein ähnliches Game und 2000 gab es auch noch mal so ein ähnliches Game in. Auf dem normalen Monitor, sage ich mal. Und ja, ich spiele jetzt einfach mal ein New Game und legen wir mal los. So, hier sind wir an unserem Geschützturm. Und ja, jetzt ist das Spiel erstmal in Pause, weil hier gezeigt wird, welche Möglichkeiten wir hier haben. Aber da wir mit der Index spielen, müssen wir erstmal. Und mit unserem Index-Controller mal zurechtfinden. Ich hoffe, das läuft auch alles ganz gut. So, da kommen jetzt immer hier Gegnerwellen an, die wir dann hier bearbeiten müssen. Wir kriegen Punkte. Was der hier macht, weiß ich nicht. Aber sieht schon imposant aus. Und dann geht's weiter. Also hier Multiplayer ist natürlich auch cool, ne? Oder wäre cool. Aber das Game geht so ein bisschen in Richtung Nostalgiker, ne? Die diese alten Games noch kennen von früher. Oh, da kommen sie. Ah, es wird nachher echt viel. Und das kann schon mal hektisch werden auch. Na komm. Lauf nicht weg. So, da ist keiner mehr. Ja, grafisch. Es ist kein Meisterwerk. Es sieht ganz, ganz okay aus. Also wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, sieht ganz gut aus. Oh, jetzt kommen hier auch noch Hubschrauber. Und wir können die auch irgendwie. Genau, mit Raketen. Auf dem Touchpad habe ich jetzt hier Raketen. Wir können die aber auch so abschießen. Probiere ich jetzt erstmal hier normal, ohne unseren Raketen zu verschwenden hier. Also man merkt, wenn man auf die Helikopter schießt, dass so ein bisschen anfängt zu laggen. Ah, jetzt brennt er schon. Boom!
So, jetzt geht's los. Jetzt kommen beide. Helikopter und Boote. Okay, haben wir nur einen getroffen, aber egal. Jetzt kümmern wir uns erstmal kurz um die Boote, die hier ankommen. Der landet zuerst. Oh, da kommt auch nochmal was. Ah ne, ich glaube, der wirft uns jetzt irgendwelche Pakete ab, die wir uns hier gleich schnappen können. Irgendwelche Upgrades. Wow, jetzt geht's hier aber ab. Jetzt geht's hier aber ab. Muss mir hier in Deckung gehen, du. So viele. Ja, das ist schon mal gut, dass wir einen Helikopter weniger haben. Na komm. Ah, komm, komm, komm. Jawohl. Oh, der ist aber weit geschafft hier, der Kollege. Ja, ja, ist doch gut. So, den müssen wir jetzt als erstes ausschalten da. Okay, den Panzer haben wir schon erledigt. Na. Ihr seid aber lästig. Wenn man sich mal wirklich überlegt, wie es früher im Krieg war und diese armen Schweine aus diesen Booten raus mussten und dann den Strand hoch. Also es ist schon krass, ne? Und wir spielen hier jetzt einfach so ein Game. Sollte man auch mal so ein bisschen beachten, ne? Boah, jetzt geht's aber ab hier, Leute. Jetzt gehen wir wieder abgeworfen nach hinten. Denn, ach, Energie haben wir noch genug. Also wir haben wieder aufgetankt, schön. Okay, der ist schon hinüber. Dann kommt noch einer. Den haben wir auch. Also die halten jetzt nicht so mega viel aus, ne? Also hätte ich jetzt anders erwartet. So. Schon mal gut. Wow, jetzt habe ich aber ein komisches Bild hier gerade gehabt. Weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt. Na komm.
braucht man eigentlich erstmal nur so drauf schießen, dass sie sich nicht mehr bewegt. Und dann war es eh vorbei. Hier die Menge reinhalten. Junge, 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 jetzt geht's aber ab hier. Oh, ich dachte, ich überlebe. Ich weiß gar nicht, von wo jetzt alles kommt hier. Komm, komm, komm. Boah, das war knapp. Wir hatten ja noch 101. Keine Kanonen mehr, nichts. Haben die auch vorher schon? Drauf. Oh, das war's schon. Oh, da kommt ein richtiger Panzer. Komm, 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 von der Seite. Okay. Das war aber jetzt nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt jetzt wahrscheinlich. Jetzt kommt wieder alles auf einmal. Ein bisschen rumsprayen hier. Na komm. Die sind gar nicht zu unterschätzen hier, die kleinen Soldaten, die die ganze Zeit hier drauf schießen. Okay, Schild haben wir noch. Boah, Leute. Jetzt kommt aber wieder ein Paket, das ist schon ganz gut. Okay, der ist am Arsch. Hier gleich aber auch. Oh, wir haben keine Missiles mehr, ey. Super, wie sollen wir den denn jetzt kriegen? Boah, das war knapp. Auch wieder knapp. Na, 400 hatten wir noch, okay. Aber wird schon schwierig. Okay. Na
Na, komm. Da hinten kommt noch einer. Oder das ist der dritte. Na, komm. Ist Asche, oder? Jawoll. Wäre cool, wenn man hier wirklich mehrere Geschütztürme hätte. Man könnte wechseln. Das wäre noch, das wäre noch cool. Boah, das wird jetzt so unmenschlich schwer, glaube ich. Da ist noch einer. Ah, die sind nicht so leicht zu treffen, ne? Boah. Wie kriegen wir die denn jetzt? 13 Raketen haben wir noch. Da kommt noch was, okay. Okay, den Hammer. Schutzschild wäre nicht schlecht. Wir müssen jetzt mal die ganzen Hubschrauber und alles klein kriegen. Ich glaube, das Level schafft man nicht. Aber ist auch ganz gut. Ich wollte euch nur hier so ein bisschen Gameplay zeigen. Jawohl, den haben wir. Da. Okay. Oh. Die Raketen haben wir noch. 6. Also wir haben nur 4 Punkte. Das wird nicht leicht. Yes. Boah, war das sauknapp. Ist denn wieder alles okay jetzt? Ja. Wo kam das denn jetzt hier? Also kommen jetzt auch noch andere Fahrzeuge.
6 Raketen sind jetzt nicht viel, ne? So, da kommen die Fahrzeuge. Komm, die Helikopter müssen wir. Okay, da kommt jetzt nochmal das Flugzeug. Oh, das war jetzt nicht so mega schwer. So viele von den wegballern, die wir können. Schutzschild haben die uns gleich runtergeballert. Da haben wir nicht mehr viel. Wie sollen wir die denn jetzt bekämpfen? Ach, wir können den ganzen Turm drehen. Ja, ich gehe kaputt. Wir können den ganzen Turm drehen. Und das merke ich jetzt erst. Natürlich gut, wenn da jemand hinter uns ist, dann kriegen wir die halt auch so. Boah, die sind immer am schwierigsten zu kriegen. Aber cool, dass man den ganzen Turm hier drehen kann. Na komm. Ja, das war aber jetzt auch, ne? Also ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch packe. Erleichtert natürlich schon mal immens, wenn man den Turm hier drehen kann. Aber für die ersten Runden braucht man den auch nicht drehen können. Wie viele Missiles haben wir? Gar keine mehr. Okay. Jetzt müssen wir mal hier
Ah! Ach, guck mal da. Wollte sich ranschleichen, der kleine Bube da. Jawoll! Und? Ah, guck mal. Ja, okay, Leute. Ich würde sagen, hier beende ich das Gameplay auch. Reicht eigentlich, um das Spiel mal zu zeigen. Und ja, es wird halt immer schwieriger. Und das ist bis jetzt das ganze Game, was wir haben. Es macht definitiv Spaß, also wer auf dieses Retro-Gameplay steht, also der wird hier echt seinen Spaß haben. Aber ja, ihr seht ja, was ihr momentan bekommt. Was noch in der Mache ist, weiß man natürlich nicht, ob das alles so wirklich klappt. Aber ich denke mal, der arbeitet schon gut daran. Es kommen auch immer wieder Updates, das habe ich jetzt die letzte Zeit immer gesehen, als ich das Game hier in der Bibliothek hatte. Und ja, von daher... Wer auf Retro-Gameplay steht und sagt, boah geil, sowas in VR habe ich mir immer gewünscht, der sollte jetzt zuschlagen. Und alle anderen, ihr seht ja das Gameplay. Von daher muss man ein bisschen abwägen, ob das auch wirklich ja, den Geschmack von den meisten oder von einem dann selbst trifft. Ne? Ja Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, würde mich natürlich auf ein Abo freuen. Um das YouTube-Ranking zu verbessern, wäre es natürlich auch genial, wenn ihr mir ein Like da lasst, einen Kommentar da lasst. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.